Piepsvögelchen und du wirst es bereuen. Pieps, pieps, pieps? Autsch! Idiot! Wenn es euch nicht gefällt, sagt es doch einfach. Ich kann auch andere Tiere. Schreckkatze, Froschhund, kowakianischer Echsenaffe, was ihr wollt. Hier, ich bin Kerkermeister Nash. Ich beaufsichtige diese Zellen und Sklavengruben. Ihr seid der Akolyt, den Tremel für den Test geschickt hat, richtig? Er hält viel von euch. Wir sollten zur Sache kommen. Das lässt sich machen. Also, diese drei Gefangenen wurden zur Überprüfung hergebracht. Ihr müsst sie angemessen verhören und dann über ihr Schicksal entscheiden. Die Verurteilten werden normalerweise hingerichtet oder müssen in einem Gerichtskampf ihren Wert beweisen. Wie ihr auch entscheidet, ihr vollzieht die Strafe. Ich möchte mich einfach nur amüsieren. Gut. Dann fangen wir an. Die hier, links. Ihr Monster kriegt nichts aus mir raus. Tut einfach, was ihr tun müsst. Ihr hofft also auf blinde Gnade. Wisst ihr, wo ihr seid? Das müsst ihr mir nicht sagen. Hier gibt es so etwas wie Gnade nicht. Ich weiß, wie diese Geschichte endet. Respektlos bis zuletzt. Wie gesagt, sie wurde geschickt, um einen imperialen Spion im Yavin-System umzubringen. Trotz Folter blieb sie bei ihrer Aussage, dass sie anonym angeheuert wurde. Kriegt es doch in euren verdammten Schädel. Ich wusste nicht, dass er ein Imperialer war und ich weiß nicht, wer mich angeheuert hat. Ich will alle Details eurer Operation erfahren. Welche Waffe habt ihr gewählt? Ich habe ihn nicht ausgeschaltet. Ich wurde geschnappt, bevor es soweit kam. Nun, sie leugnet die Anklage nicht. Also müsst ihr jetzt entscheiden. Hinrichtung oder Gerichtskampf? Was wählt ihr? Ihr Geist ist ungebrochen. Gebt dieser Frau eine Waffe. Sie wird um ihr Leben kämpfen. Wie ihr meint. Wie sinnlos. Gebt mir das verdammte Schwert. Ich bin überrascht. Sie begegnete ihrem Ende sehr gefasst. Ich spucke auf ihre Überreste. Bitte, ich bin ein Sith wie ihr. Gewährt mir dieselbe Chance wie der Attentäterin. Ich verdiene einen Gerichtskampf. Ich bitte euch. Oh, ihr wollt kämpfen? Ihr glaubt doch nicht, dass ihr mich schlagen könnt, oder? Dieser Haufen Elend ist Devotec. Einst ein angesehener Sith-Kämpfer. Bis er eine wichtige Mission in den Sand setzte und wegen ihm tausende Imperiale starben. Und jetzt seht ihn euch an. Ich habe 24 Jahre treu gedient. Dann ein Fehler und sie warfen mich fort. Jetzt wurde ich hier zum Verrotten zurückgelassen. Bitte lasst mich noch einmal das Gewicht einer Waffe spüren. Ich werde euch einen Wunsch gewähren. Ein Krieger sollte im Kampf sterben. Ihr habt meinen Dank. Das sollte unterhaltsam werden. Hat keinen wirklich starken Gegner abgegeben, was? Ich habe schon gegen Erkältungen mehr gekämpft. Nun, der letzte Gefangene ist etwas rätselhaft. Sein Name ist Breck und er ist ein nervöser Jammerlappen, der im Verdacht steht, gefälschte Dokumente an Agenten der Republik geliefert zu haben. Schon eigenartig. Er beteuert trotz schwerer Folter weiter seine Unschuld. Nebaga Imana, Naki Naya, Bila Magnam Unya Kamna Lebek.
Also bitte, wer würde sich die Mühe machen, euch reinzulegen? Nibikat nakamak! Nebaga imana, naki naya, bila magnam unya kamne lebek. Davon lässt er nicht ab und wir haben nur Indizienbeweise. Ich glaube, es könnte sein, dass er es wirklich nicht getan hat. Wie entscheidet ihr euch? Mich interessiert nicht, ob er unschuldig ist oder nicht. Foltert ihn so lange, bis er es zugibt. Ruhe, zappeliger Narr. Die Entscheidung ist gefällt. Tja, so viel dazu. Ihr seid interessant. Ich sehe, wieso euch die Leute im Auge behalten. Kehrt zu Aufseher Trebel zurück. Mal sehen, was er von euren Entscheidungen hält.